Eine unglaubliche Aufgabe steht uns heute bevor, denn wir wollen die 1000 Türen in Roblox Store schaffen. Und Freunde, das Video dauert natürlich ziemlich lang. Ihr wisst dann ja auch wahrscheinlich warum. Und ist ziemlich wild. Schaut es euch von Anfang bis zum Ende an. Macht es euch bequem, denn es ist etwas länger. Holt euch noch am besten was zu snacken, was zu trinken. Gehen wir rein. Küsschen. Viel Spaß. Let's go. Gut, macht direkt Tür auf hier. Mit Schlüssel, der hier direkt rein. Okay, wir treffen uns, sobald wir die Erfolge haben, Denno. Was meinst du? Was für ein Erfolg? Und meinst du mit Jano? Okay, Jungs, lass durchziehen, Alter. Ach, weißt du was? Wir brauchen eigentlich nur 250 Tacken, ne? Die kriegen wir eigentlich locker zusammen. Boah, ey, 1000 Rooms wird so knackig, Mann. Das ist der letzte Versuch für heute, Freunde. Der letzte. Dietrich hier und Pillen. Vergiss die Pillen nicht. Digga, wenn Meister der Münze hier die ganze Zeit in meinem Chat schreibt, fühle ich mich ein bisschen wohler. Ich weiß auch nicht, warum. Schön, dass du da bist heute, Jürgen. Mommel, danke schön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Bro, was für ein Paket? Bro, was schon wieder für ein Paket? Was ist das schon wieder? Wann bist du wieder live? Morgen, 15.30 Uhr. Dann gehen wir auf meinen 5. Kanal auf Denome Live. Machen wir einen Stream dort. Da spielen wir morgen ein bisschen Roblox. Das wird auch sehr, sehr geschmeidig. Und ja, dann auf jeden Fall noch Sonntag. Und dann ist eine 2-wöchige Streampause. Da werde ich einen Stream ankündigen. Das, oh, oh, Jungs, ich gehe nach vorne, ich gehe nach vorne. Alles gut. Okay. Wir müssen die Pillen sparen, Leute. Mach Dietrich, mach Dietrich. Lass nicht lang fackeln hier. Ja, ist egal, ne? Komm, direkt durch. Solche Rooms hier nehmen wir auf jeden Fall immer mit für den Loot. Wir sollten die Pillen vielleicht aufsparen, um in den A1000 Rooms ein Backup zu haben, falls Entities kommen und wir gerade schlechten Spot haben, dass wir schnell wegkommen. Meint ihr, ist eine gute Strategie? Ich glaube schon, oder? Chat? Ich habe Rush gemacht, richtig gut. Kannst du morgen It Lurks Error Game schon mal mitnehmen, bitte? Ja, das Problem ist, also, ich weiß, ob du meine Zielgruppe kennst, aber mit Horror Games halt immer so eine Sache. Ich will jetzt auch nicht fronten oder so, ne? Also, ich habe das ja damals auch gemacht. Aber guck mal, der Tulfer jetzt zum Beispiel wieder Resident Evil zockt auf seinen Kanal. Da habe ich mir halt so gedacht, ah, müssen die Kids halt nicht sehen eigentlich, ne? Müssen ja eigentlich nicht sehen. Ich schaue morgen nicht mit live, sondern dann als Video. Bros Player. Das ist voll okay, Diggi. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das gut. Dafür mache ich das ja auch, ne? Ich schicke dir Bild, sobald ich es gepackt habe, mit A1000. Slidey. Du kannst nachher Stream sehen, Digga, dass ich durch bin. Jungs, Rush kommt! Ich habe ihn gar nicht geahnt. Ich habe ihn gar nicht geahnt. Ich muss das jetzt schaffen. Das letzte Versuch, Leute. Letzter Try. Das war der letzte Versuch. Hier sind noch Pillen, falls jemand braucht. Was mit Bobby? Ah ja. Okay, ich lasse euch mal machen. Da kann ich ein bisschen auch mit dem Chat reden, wenn ihr die Schalter aktiviert. Ich spiele dabei auch Durst und esse ein Brot und gucke deinen Stream. Weißt du, das ist einfach das Live, was ich vermisse. Das Kinderlife. Ich finde das gut. Digga, ein Brot essen. Digga, ein bisschen zocken, Stream gucken. Wie geil, Mann. Das ist der Dream. Save die Tür. Save die Tür. Ich hab den nämlich gerade grunzen hören. Kannst du mit 12 Leuten spielen? Kannst du mit 12 Leuten Door spielen? Jenny Jäger, wenn ich das machen würde, es gibt nicht für 12 Leute einen Schrank, weißt du, wie ich meine? Wir wären direkt broke dann, ne? Direkt. So, wir müssen jetzt mal aufpassen. Wie sieht's hier aus? Jungs, kommt mal her. H
Hat jemand von euch über 100 Gold? Hast du über 150 Gold? Über 200? Über 250? Gut, du sammelst ein. Ja, das passiert auch, wenn man mit Rush, mit 12 Leuten zockt, dass man an Rush dann halt, also sehr viele dann halt abkratzen, ne? Weil es gibt einfach nicht so viele Schränke. Am besten findest du dabei Jack noch heute. Ja, ich habe doch Jack letztens auch gefunden, Slidy. Sogar in dieser Medical Bay. Weißt du, was ich meine? War zu krass. Jack ist hier drin. Schade, das wäre jetzt zu heftig. Tabletten, die werde ich mir direkt mal einverleiben. Alles cool, ich laufe erstmal. Ich habe den Schlüssel hier auch direkt gezogen. Passt. Hat sich gelohnt, die Tabletten hier zu nehmen. Wollte ich erst ein bisschen Zeit sparen auch. Wenn wir Glück haben, nee, wir haben keine Loot Door. Schade. Ey, 1000 Rooms. So schwer, so schwer. Ey, 120, auch ganz ekliger Gegner. Okay, es geht los. So. Kurz durchsprinten, Leute. Warm machen, sprinten, warm machen. Easy. Für alle Fälle nehmen wir mal die Tabletten in die Hand. Man weiß ja nie. So, wir sind weiter, direkt auf 45 kommen. Ey, wir sind schon fast wieder A-Rooms. Das ging schnell. 10 Minuten oder so, bis wir bei Figger waren, ne? Figger machen wir jetzt auf ganz schnelle Basis gleich. Ach, wenn das okay, lass spielen, wenn du willst. Morgen, bla bla bla. Mero, du weißt doch nicht, wie das bei mir funktioniert, ne? Aber ich zock halt nur mit Leuten, die verifiziert sind. Die Leuten, die ich kenne. Ich zock nicht mit Fremden. Menschen. Komm einfach auf mein Discord so und mach's dir da mal bequem. Wir nehmen jetzt die Kohle hier auf jeden Fall safe mit. Warum Lichter flackern? Seit wann flackert hier das Licht? Ja. Josie, Dankeschön für einen Euro. Vielen, vielen Dank. So. Okay, folgender Deal. 10.000 Robux, wenn ich heute A1000 schaffe. Im nächsten Stream. 10.000 Robux. Safe. Machen wir so. Das ist eine Ansage. Für alle, die da sind. Die Ansage geht an alle, die jetzt hier sind. Wenn ihr das lest und hört. Geht er hier hinter? Nichts gehört. Der, sie haben alles gefunden. Okay, Jungs, der Code ist 866 866 866 66 66 22 66 22 66 22. Bin durch, musste kurz Tabletten ziehen, war ein bisschen zu close für mich. Okay. Gut, Tabletten haben wir leider nicht mehr. Skeleton Key können wir kaufen. Nimm mal mit da den Lachs. Okay, das Ding haben wir. Dann geht's weiter jetzt. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Er hat einen Kruzifix gefunden auf dem Tisch. Schon wieder, oder? Dann kaufe ich das jetzt noch. Oh, wenn ich... Ah, wobei, so viel werde ich niemals finden. Nee, ich denke nicht. Egal, Leute, komm. Wir wollen in die A-Rooms rein. Denn du nimmst dein Management wieder Pakete an? Eigentlich ja. Oh, oh.
das war aber gerade... Digga, was? Habst du das Gefühl, Halt lauert irgendwo, Leute? Hier stimmt was nicht. Rein in den Keller, Jungs! Rush kommt! Halt ist, es gibt noch mehr Monster. Halt ist einer, der dich in so eine andere Dimension reinzieht. Das ist richtig brutal, Mann. Das ist richtig brutal. Wir haben den Schalter gefunden, oder? Nee. Hier, doch. Der Schalter ist aktiviert. Schalter ist gefunden, perfekt. Wir können hoch, Leute. Ab in die A-Rooms! Neuer Versuch, der letzte heute. Und dieses Mal strengen wir uns an. Aber wo zur Hölle ist eigentlich der Zugang? Jungs? Wo ist der Zugang zu den A-Rooms? Gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir hören mal. Haben wir den Zugang verpasst? Lichter flackern wieder. Hä, noch ein Keller? Okay, ich bin komplett verwirrt. Ich höre ihn. Hier ist er. Der ist hier in der Nähe. Sehr gut, Leute. Wir haben den Zugang nicht verpasst. Alles gut. Die A-Rooms sind noch da. Alles okay. Wir haben nichts verpasst oder so. Schalter schon gefunden? Hoffe ja. Schalter noch nicht gefunden. Wir müssen eine andere Seite Tür rein. Jetzt. Oh, ist das Kamera? Herzlich willkommen in der Familie Nele Nüttel. Hallöchen. Dankeschön. Diggi, waren wir eigentlich gerade safe, weil wir hier drin waren? Bro, zu krass. Was ist mit dem anderen? Starker Spieler. Glenny, Digga. Starker Spieler. Okay. Ich übernehme die Schlösser. Ich habe eh keinen Bock auf so viele Items. Wir sind in Kappeln an der Schleikus. Geht raus an. Liebe Grüße an Ben Jona oder Ben Jonah. Ich bin nicht ganz sicher. Zurück und danke, dass ihr zuschaut. Auch liebe Grüße an die Mama Rebecca. Gut, wir gehen rein. Leute, letzter Versuch. Wir müssen uns motivieren. Motivieren. Alright. Keep it rolling. Letzter Run für heute. Ich bin gespannt. Motivation an, Gürtel an, Windel an. Okay. Ja, ich habe kein Geld, oder? Doch. Perfekt. Gut, wir müssen einmal kurz klären. Also Bobby, du gehst immer nach rechts, du gehst immer nach links, okay? Bobby ist der Rechtsmann und du immer nach links. Alright. Viel Glück. Dankeschön. Dankeschön. Glück wird übertragen. Bitte warten. Bis er. Oh, Junge. Das war aber viel Glück. Okay, Leute. Ab 11:55, Bobby ist rechts, sehr deutsch, also Gummibusch, ne? Das muss jetzt ja nicht sein, oder? Puh.
Freunde, abonnieren ist kostenlos. Guck mal da oben. Ich habe 256.000 Abonnenten. Hier sind Taschenlampenbatterien. Dankeschön. Rein und raus. A1000. Das wäre krass. Gianna, das wäre sehr heftig. Rein und raus, einfach so. Ja, du isst, ich sag's okay. Blabla. Ja, doch, manchmal, ne? Manchmal schon. Run faster than you can. Okay. I will try. Orepo, alles gut. Also, Spam ist Spam, ne? Also, wenn einer... pass auf. Nee, es ist alles gut. Also, der Chat gerade, der ist in Ordnung, sag ich mal. Aber es gibt da halt einige so dumme Nachrichten. Wenn einer die ganze Zeit fragt, du kannst mich adden oder so, solche Sachen, und die dann halt spammt, das ist dann halt natürlich nicht so cool. Ich bin das erste Mal im Stream, endlich, hab's geschafft. Lukas, freut mich. Katrin, dankeschön für deine Glückwünsche. Ich hoffe, es wird was. Leute, das war heute echt so ein geiles Ding. Aber ich denke, bis 21 Uhr brauchen wir locker. Ja, du Play, seit 13 Monaten Mitglied. Also, wenn dein PC geklärt wird, ne? Wenn du den gewinnst, dann will ich irgendwann eine 100er sehen, mein Bester. In 10 Jahren will ich, dass du immer noch Mitglied bist. Jeden Monat. So. 21 Rooms noch. Dann wird es hier langsam ein bisschen tricky. Wir haben 2 Tabletten. Das heißt, wir können uns 2 Fehler erlauben und ganz schnell wieder rauskommen. El Splash will prank us on 1st April. Hallo, meine Freunde. Ah, ich weiß ja nicht. Dankeschön für die verschenkte Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank, Bruder. Kuss geht raus. Uff. Okay, Leute, 10 Türen noch, dann wird's ernst. 10 Türen, dann wird's ernst. Heute noch die 1000 Likes, schaffen wir easy, Bro. Schaffen wir easy, Bro. Safe. Safe, Digga. Wir haben 5% geschafft. 5%. Wir sind bei 5. So, 5 Türen noch, dann wird hier die Musik ein bisschen leiser gedreht. Oder ich mache jetzt schon mal. So. Kann man Kruzifix irgendwie in den A-Rooms aktivieren? Nein. Geht nicht. Die A-Rooms sind geschützt von der Welt. Das ist sozusagen eine Paralleldimension, in der viele Dinge nicht funktionieren. Musik noch leiser. Denno. Junge! Du warst so zittrig, Bruder! Das hätte mich auch gewundert. Jetzt geht's los. Ich muss mich nochmal kurz vergewissern. Ich bin der Typ, der runterrennen muss. Aber was machen wir eigentlich, wenn ich jetzt da reingehe und AOR nach einer 20 kommt, Bruder? Dann bin ich richtig RIP. Das ist ein Problem. Vitamine. Ja, aber wie viele Vitamine hast du noch? Und wie viele hast du? Wie viele hast du? Nice. Also ich glaube, jetzt hast du eine... Oh Mann. Er hat noch 3. Gut. Scam! Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Okay, erste Entity da. Vitamine schon geschluckt. Die baiten einen so heftig, Mann.
safe, Bruder. Ja, du Play Official, vielen, vielen Dank. Und wir schaffen das schon für 5 Euro. Nochmal. Bro, übertreib mal heute nicht. Spar mal das Geld jetzt. Mann, 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 du. Diggi, also ich sag dir ehrlich, wenn meine Community das Ding nicht für dich holt, dann bin ich echt angepisst. Und da kommt schon der nächste Kunde. Ey, Sixty hat gerade Hallöchen gesagt. Der meint's richtig ernst. Es wird halt immer dunkler, ne? 7,8%. Geht wieder los. Er nervt gerade ganz schön, muss man sagen. Ärzte, Backrooms, Pillen, Vitamine, Rush visiert im Durchmarsch. Sehe ich auch so. Denno, weißt du, was deine Zukunft ist? Ich hoffe, du sagst es mir jetzt. Denn nur zur Info, Batman 3 kommt im Mai. Chefkoch, woher hast du die Info? Digi, diesen Room. Diesen Room. Öffnest jetzt erstmal immer du da hinten. Und ich glaube, du kannst entspannt zurücksteppen. Ich bleib immer hier. Ich würde dann runtergehen. Damit du hier nämlich wieder rein kannst. Da brauchst du auch nicht unbedingt Tablette ziehen. Nein, 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 Bobby. Du gehst immer rechts, Bobby. Und ich gehe hier links und ich bleib hier am Spind. So. Aber du hast die Vitamine. Du kannst die Tür aufmachen, wenn er kommt. Musst dir keine Sorgen machen. Ich rush direkt runter und gehe hier in den Schrank rein auf entspannt. Dass du easy da oben hin kannst. Okay, let's go. Wir müssen hier einen ruhigen Finger haben, ne? Ganz ruhigen Finger, Leute. Es wird halt immer dunkler. Ey, 90 ist nah. Warte doch direkt unten, Denno. Ha. Oh, da kommt was. Gottlos, Digga. Gottlos. Ey, nein, die kommt. Der letzte Versuch, Freunde. 100 Türen. Wir schreiben jede 100 Türen. Oh, oh. Ey, 90 hat schon Hallöchen gesagt. Du kennst das Spiel, Bro. Wir müssen hier eine solide... Okay, wir kommen gut voran, Freunde. Bisschen konzentrieren muss man sich. Oh oh. Ey, 90 lurkt. Ich hab ihn schon gehört. Jetzt! Ey, 90 lurkt. Ich hab ihn schon gehört. Meinte ich ja gerade. So, Leute. Den ersten haben wir durch. Oh oh. Erstmal weg. Jetzt wird kurz gechillt. Wir haben 100 Doors weg. 10% weg. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. So, erstmal unter Instagram-Post geschrieben. Gummibusch, Dankeschön, mein Bester. Vielen, vielen Dank. Du bist ein Ehrenmann. Du gehörst nicht umsonst mit zur Stamm-Community. Alle Leute, bitte liest meine Instagram-Story. Ein Bre von uns braucht Hilfe. Ein Gaming-PC ist auf dem Silbertablett. Er könnte ihn bekommen. Eine gute... Oh, oh. Ey, 90 lurkt. Luke und Diana. Und deine Zukunft? Lucky Boy? Es wird immer dunkler, ne? Langsam kann man auch nichts mehr sehen.
Zu lange kam nichts mehr. Jetzt wieder. So. Ich will auch Mitglied, aber ich darf nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Denno, du hast die 1000 Likes. Dankeschön, Freunde. Aber ich will die 1000 Türen genauso haben. Du hast durchgespielt danach. Okay, cool bleiben, Freunde. Gleich ist A120 mit dem Spiel. Jungs, eine Theorie von mir. Wir gehen in die Spinde. Wir unterhalten uns im Spind. Eine Theorie. Ich habe mehrere Male schon, also eigentlich immer, bevor A90 kam, ein paar komische Geräusche gehört. Immer so ein Dritt, Dritt. Aber eine Minute locker schon vorher. Wenn wir das hören, dann ist der close. Dann kommt der. Und dann müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ansonsten A120 immer zurück. So ist klar. Und A60, das ist eigentlich ein easy Ding. Nur zur Info. Können wir nochmal schnell auf Klo? Jawohl. Geh auf Toilette. Leute, müsst ihr auch mal, ne? Die müssen auf Toilette gehen, müssen auch mal kurz warten. Hab's doch bis A928 geschafft und dann nicht weitergekommen. Denn wenn du stirbst, beendest du dann den Stream oder spielst du was anderes? Gute Frage. Also wenn ich jetzt relativ früh sterbe, hör mal bitte auf damit. Rudi, bleib einfach im Schrank drin. Das ist, also es nervt halt wenn ich gerade quatsch. Also wenn der Stream jetzt gleich relativ schnell beendet ist, dann würde ich sagen, dann machen wir noch was. Also kann das halt sein, dass wir nochmal schnell irgendwie reagieren oder so. Wenn wir aber jetzt noch ein bisschen drin sind, dann denke ich, war's das. Also, ich wollte eigentlich mindestens 2,5 Stunden streamen. Und bei dem Tempo, was wir jetzt gerade anlegen, würde ich sagen, sind wir durch in ungefähr 2,5 Stunden. Also so, wenn es gut läuft, um 9 Uhr. Mal wieder auf entspannten Runde Descenders, meinst du? Boah, der, also heute nicht mehr, aber prinzipiell habe ich da schon echt oft drüber nachgedacht. Seid ihr ready? Let's go. Wir machen alle 250 Türen eine Pause, Leute. Man sieht halt teilweise nichts mehr, ne? Komisch, dass A120 noch nicht da war. Komisch. Jetzt! A90, A90! Bleib einfach im Spind. Ich hab ihn gehört. Es hat wieder drrrt gemacht. Wie OP ist eigentlich die grüne Taschenlampe? Ja, die brauchst du. Bro, guck mal, wie dunkel das ist. Du siehst ja nichts mehr. So, du brauchst diese Taschenlampe schon. Ich denke, dass A90 bald kommt, Leute. Ich habe gerade was gehört. Das ist mein Verdacht. Oh, Baby. Ich mach auf. Eileen, Dankeschön für 2,50 €. Lieblingscharakter in DOS? Schwierig. Ah, kommt was, Longs? Kommt was? Schwierig. Digga, die Vollprofis hier, ne? Die Vollprofis hier. Hast du das gesehen, wie clean er das hier ausgesessen hat? Krass. Sehr, sehr big. Aber Leute, meine Theorie ist bestätigt. A90 kam wieder. Also, ich habe das Gehör dafür. Ich würde sagen, Ambush. Ambush ist eigentlich der coolste. So. Der sieht halt am heftigsten aus. Oh oh, A120 kommt. Jungs, schön ins Eckchen verziehen.
Denno bin krank, aber geht trotzdem in der Schule. Melanie, ich muss auch immer arbeiten, wenn ich krank bin, ne? Ich kenne das. Also, man muss immer die Zähne zusammenbeißen. Nein! Neil ist gejoint! This is not good! Nicht, dass du hier unerwünscht bist, Bro, aber... This is not good. Neil, bring mich nicht aus dem Konzept, Bruder, okay? Heute ruhiger Stream. 14,4% bereits, Leute. Wild. Dann habe ich ihn tatsächlich eben gehört. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Weg, alle in Spind. Neil, dankeschön für 2 Euro. Was geht, Bruder? Ich hab schon vorher gesehen, ne? Was geht? Wir müssen warten, Leute. Wir sind gut im Game. Ich hab gutes Gefühl. Jetzt mit den beiden Jungs, ich hab ein gutes Gefühl. Chat. Ich glaube, A90. Ich habe wieder was gehört. OP! OP! Mein Gehör! OP! Krass. Sehr viele Entities gerade auf einmal. Glück wird bei jeder Tür übertragen. So will ich das sehen. A120 hält uns halt echt hart auf, ne? 3 Entities zu handeln ist nervig. Ich fühle mich confident langsam. Confident genug. Vorsicht, Jungs, Vorsicht. Wir hatten lange keine Metalltür mehr. Da kommt was. Wir haben, glaube ich, schon unsere Spin-Spots. Also die Spots. Boah, Junge, wie der durchgezogen ist. Bro, Ferrari kurz. Diesen gemacht. Er heißt nicht A60, er heißt F1. Oha. Okay, den habe ich nicht kommen sehen, aber ist egal. Man sollte, glaube ich, immer ein bisschen chillen. Niemals zu heftig die Türen pushen. Auch mal ein bisschen Geduld haben. So, Leute, wir sind auf der Road nach 200. Zurück. Oh. Guck, dieses Geräusch. Neil, bist du das? Neil, ich hab dich da gesehen. Kommt er wieder? Alles entspannt. Okay, Jungs, ich benutze normale Taschenlampe, okay? Ist chilliger. Ja, A90 kommt. A90. Gleiche Strategie, Bruder, gleiche Strategie. Easy, Bro. Die Strat, die wir hier wieder auspacken. Zu krass. Alles abgesprochen. Alles auf chillig. Wir machen das gut, Jungs. Oh, er kommt wieder. Das ist halt immer das Blöde, ne? Weg. Sehr gut. Bruder, hat gut geklappt. Du musst vertrauen. Weiter geht's. Lass mich mal normale Taschenlampe nehmen, Brudi. Sonst müssen wir Batterien nämlich teilen. Wir müssen immer so gucken... Wenn einer Low Battery ist, dann nimmt der andere die Taschenlampe. Weißt du? Die kann ich mit der nämlich auf entspannt durchziehen. Und noch gut. Hier, Batterie. Oh. Babe. Neil. Dankeschön für 2,50 Euro. Du Gauner.
Wie geht's dir, Bruder? Was treibst du? Ja, ja. Oh, oh. Okay. Okay. Schön chillen, Leute. Schön chillen. Dennoch machen wir einen IQ-Test. Ich habe mal einen gemacht. Der war aber nur so halb, Leute. Also, das war nicht so ein Ding im Internet, aber das war auch nicht so ein bei so einer Vereinigung für schlaue Menschen. Aber da war irgendwie so 137 oder so kam da raus. Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Das war mir ein bisschen zu hoch, also erschien mir das. Welche Tür? 181. Es läuft sehr gut. Ist dir mal aufgefallen, dass A60 manchmal langsam, manchmal Sonic ist? Stimmt. Jetzt, wo du sagst, eben war Ferrari F1. Oh, oh. A90, Leute. Kommt gleich wieder. Nur schon mal zur Info. Will mal gucken, ob er jetzt kommt. Ich will ihn testen. Ich habe das Geräusch nämlich wieder gehört, Leute. Kommt nicht. Ist ja noch nichts. Gleiches Thread wie immer. Gleiches Thread wie immer. Er hat Tabletten gezogen. Brauchst du nicht, Bruder. Wir haben genug Zeit. Es passiert hier nichts. Du musst keine Tabletten ziehen. Musst du nicht mehr. Wir haben alles im Griff. Schaffst du easy, das verspreche ich dir. Digga, warte mal, Jungs, ich hab Donos. Chill mal kurz. Dankeschön für 2 Euro an Muihiro Tokio. Was schreibt er? Mein Lieblingscharakter ist Ambush, mein Hasscharakter ist Figger. Ich finde, Figger ist einfach so ein Typ, der ultra nervig ist und er kann nicht mal richtig was. So, ne? Das ist der nervigste für mich. So. Wir gehen wieder weiter, Jungs. Komm. Batterie. Kommt, kommt, kommt. Ey, die Entities kommen ja die ganze Zeit, ne? Es ist einfach gottlos. Ich werde heute... Das ist so ein brutaler Stream, Mann. Ich feiere den schon ein bisschen, ne? Aber auch nur, wenn wir heute mindestens Store 500 knacken. Das ist mein persönliches Ziel. Die Hälfte. Aber, Leute, ihr wisst, wie ich in Descenders war. Ihr wisst, wie es ist. Ich kann nicht verlieren. Ich muss gewinnen. Es gibt diese Gewinner-Einstellung. Und die habe ich. Ich glaube, wir chippen das heute. 2 Batterien. Oh, kommt was? Wer hat eigentlich bei dir am meisten gespendet? Dieses Jahr war das tatsächlich Neil. Dieses Jahr war es tatsächlich Neil. Alles in allem Christian Häusler. Ich weiß nicht, ob den von, also einige von euch den noch kennen, aber wir haben Tür 200 geschafft. Wichtig. Wir haben alles im Griff. Jungs, wenn wir so weitermachen, schaffen wir's. Wir sind so confident. Neil, nochmal mit dem Zähler hier. Hä? Gut, gut, Zelda. Gut, gut. Heute will ich einen Stream sehen, bei dem dein PC nicht abstürzt. Also, Neil, können wir uns darauf was einigen, Bruder? Ich will einfach nicht drüber reden, ne? Ich hole mir tatsächlich jetzt Streaming-PC wegen dem ganzen Müll. Ich habe aber auch gelernt, warum der abstürzt. Es liegt an dem Internetbrowser Opera GX. Das glaubst du nicht, aber ich benutze den seit einiger Zeit. Digi, mir ist aufgefallen, wenn ich da 2, 3 YouTube-Videos reinpacke, 95% CPU-Auslastung. Erklär mir warum. Was lade ich da nebenbei noch runter? Weißt du, wie ich mein? Oder? Weißt du, wie ich mein? Locker bleiben. Das ist mein Rekord.
Persönlicher Rekord. 210. Lass mich mal nach vorne. So, ich kann sonst nicht so gut hören. Wenn ihr mit den Taschenlampen wedelt, direkt neben mir, höre ich nichts. Hier ist die Tür. Leute, Secret Door. Wenn ihr Pussy seid, geht ihr hier raus. Wenn ihr Pussy seid, wollt ihr gehen? Wer will gehen? Gibt einen Erfolg. Wer würde gehen, Leute? Wer würde jetzt gehen und sagt, ey, ich habe genug geschafft? Was meint ihr? Nee, A1000. Alright. Ich habe sichere Bank schon mal genommen. Oh, oh. Kommt, kommt, kommt! Nein! Er kam, er kam, er kam! Oh, es war so close! Ich musste Vitamin schlucken. Weil ich gedacht habe, ich muss ihn saven. Warte, warte, Bro. Du bist zu weit weg. Chillig machen. Wir müssen uns wieder ein bisschen entspannen. So. Junge, es wird ja immer dunkler hier drin. Ich sehe auch schon fast nichts mehr. Taschenlampenbatterie. Wetten wir? Nein, aber wenn es da besser läuft, zahle ich dran. Was? Wie, was, wo? Das habe ich nicht verstanden, Bruder. Easy. Den habe ich so gereadet, Leute. Ich bin direkt runter. Gleich kommt Abyss, wenn es noch dunkler wird. Ja, ja. Schwierig. Erstmal, Neil, vielen, vielen Dank nochmal für den Fünfer. Wie geht's dir? Also, Digga, was treibst du eigentlich jetzt? Du hast doch bestimmt Wochenende oder was? Glück wurde um 100% geladen. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich so. Momentan, es läuft sehr gut. Ich habe diesen Stream nicht einmal in Real geredet. Ist ja auch nicht schlimm. Machen ja auch die meisten nicht. Braucht ihr mal Batterien von euch? Hier sind zwei Stück. Ich habe keine Tabletten mehr. Oh, es kommt was. Doch nicht. Ach, immer diese Fake-Baits. Mushiro Tokio! Hatte gestern Halt in Tür 8, bin Tür 100 Mal gestorben. Bin in Tür 100 Mal gestorben, weil mein, Handy abgestürzt ist. Oh mein Gott. Das ist halt Sad Life, ne? So, wie weit sind wir? Ich muss mich konzentrieren, Freunde. 236. Die erste Pause läuft gleich. Nein, aber wenn's dann besser läuft, zahle ich dran. Gerade ruhig, sehr ruhig, Leute. 242. Digga, wir ziehen so durch. Jungs, wir sind die unaufhaltbare Armee. 246. A90 macht sich bereit. Vorsicht, Jungs. Ich habe ihn gehört. Gleich ist Pause angesagt. Nächste Schränke, machen wir Pause. 250! Viertel geschafft. Ey, jetzt wird Pause gemacht. Pinkelpause. Oh. Oh. Was habe ich bloß getan? Wenn wir es schaffen, muss ich 10.000 Robux verlosen. Oh. Kommt was? LOL, A90 auch direkt wieder. Das ist der entspannte Gramm, ne? Er ist echt gerade ziemlich langsam gewesen, Leute. Kannst du andere Sprachen? Yes, of course.
The second main language is English, my friend. Und Türkisch kann ich also mittlerweile nicht mehr so, aber ich habe das halt mal gelernt in der Uni. Und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen Türkisch aber nicht mehr zu verstehen, zu sprechen, so leichte Sprache aber nur. Gut. Eigentlich haben wir die Meta raus. Oder? Hattest du schon A120? Ja, er kam schon. Okay, Leute. Dick durchziehen. Merhaba, nasılsın, Meister der Münze. Ich kann Türkisch sprechen, aber nicht schreiben. Ja, das geht halt vielen so, ne? Also schreiben ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber Hauptsache, du kannst Türkisch sprechen, Elbro. Weißt du? Wenn man das jetzt halt noch nehmen würde, ich sag mal, du bist ein bisschen älter und lernst einfach dann nochmal, wie man schreibt, Digga, dann kannst du einfach Vorsicht, zurück in die Schränke. Jemand hat Tabletten gezogen. Denome, fassest du? Mm-mm. Ich habe gehört, ist jetzt Fastenzeit wieder. Aber ich sollte eigentlich mal fasten, ne? Ich bin ehrlich. Soll ich echt? Ich hätte schon Bock. Also hätte ich eine türkische Freundin und die würde sagen, ey, Fastenzeit, so würde ich mitmachen. Safe. Würde ich mich sehen. So ganz klar, weil ich finde das Fasten gar nicht schlecht. Ah, siehste, guck. Es sind einfach eingespielte Profis. Denomi, bist du Moslem? Mm-mm. Digga, der geht doch einfach nicht weg. Er bleibt doch einfach hier. Guck mal, wie der da vor meinem Spind hängt, Alter. Was ist das denn? Junge, verzieh dich mal mit deiner Grimasse da. Ruhig. LOL! Es gibt einen weiteren Exit. Digga, wie sie uns rausbaiten wollen. Die Gauner. Alter, man kann hier so viel Geld sammeln. Krass. Digga, krass. Ruhig, Leute, ruhig. Okay. Wir sind gleich bei Tür 300, Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es heute überhaupt so weit schaffen. Ey, nein, die Geräusch. Leute, nur zur Info. Okay. Oh, Batterien gehen mir langsam aus. Fühl mich noch komfortabel, aber oh, so langsam. Baby. Wird stressig. Dankeschön! Für 10 Euro, Neil! Ah, Bro. Was für Fasten, Junge, mach doch einfach Sport. Ich muss mich... Oh, Jungs, ich muss mich gut konzentrieren jetzt. Baby. Und da ist Samira auch noch dabei, ne? Okay, jetzt muss ich kurz chillen, Leute. Ich muss kurz chillen. Geht bitte nicht zu weit, okay? Hi, Neil, erstmal an dich. Danke für 10 Euro. Ich finde, Sport ist das eine, aber man sieht an mir, ich mache gar keinen Sport. Wenn du dich, also wenn du eher auf Ernährung achtest, dann wirst du nicht fett. So. Und wenn du viel Proteine zu dir nimmst, dann bleiben die Muckis auch. So, aber Sport ist natürlich auch wichtiger, essentieller einfach Bestandteil. Aber die Ernährung ist, meine Meinung, macht am meisten aus. Deswegen, also Fasten ist schon gar nicht verkehrt. Es wird einigen Leuten auf dieser Welt gut tun. Da sind wir uns mal einig, Neil, oder? Und Samira, danke für deine erste Dono auf diesem Account. Danke für 10 Euro, nicht selbstverständlich. Muss man auch mal sagen. Samira Zorn noch nie gesehen. Trotzdem einfach entspannte Dono da gelassen. Sehr süß. Ich sehe halt auch nichts mehr, ne? Nur ist jetzt so dunkel in diesem Puff hier. Schlimm. Keine Batterien. Wird immer weniger. Er hat die Batterien geklaut, Chat. Wer war's?
Wird langsam echt schwierig mit euch. Batterie, sehr gut. Bin wieder full. Oh oh. Okay, Leute, müssen durchziehen. Alena, danke für 1 Euro. Lebt noch jeder? Nein, Bobby. Da hinten. Oh Gott. Bobby, Digga, ohne dich gehe ich hier nicht. Bro. Okay, was haben wir hier? Sieht erstmal ganz gut aus. Ihr wart das alle. Ihr habt die Batterien geklaut. Leute, warum spielen jetzt alle A1000 Room? So finde ich nicht okay. Keine Batterien hier. Nur Geld. Diggi, keine Monster. Zurück, zurück. Monster kommt. Wir sind fast bei dem 300. Room. Läuft gut. Läuft gut. Denn wenn du bei A1000 bist, dann gibt's eine fette Party. Digga, da gibt's noch eine andere Mission. Aber dann machen wir safe erstmal eine fette Party. Weil dann haben wir den Erfolg auch einfach, Leute. Und der ist was wert. Der ist richtig was wert. Kann mir bitte jemand erklären, was Fasten bedeutet? Klaro. Fasten heißt, du isst von morgens bis abends nichts. Du darfst nur bei Sonnenuntergang also essen, ne? Das kann man aber in verschiedenen Variationen machen. Oh. Digga, Bobby, du gehst nie wieder in den mittleren Spind. Da bin ich immer drin gewesen, Bro. Du kannst halt auch einfach aufhören, von 10 bis 4 zu essen. Das nennt man auch Fasten. Also Fasten ist einfach nur Essen zu bestimmten Zeiten. Und damit ist es, ich glaube, das ist irgendwie so belegt oder so, isst man halt generell weniger. Das ist einfach Fasten. Welche Religion hast du? Gar keine. Ich glaube an Schicksal und ich glaube auch, dass es einen Gott gibt, aber ich finde Religion sehr schwierig. Ich mag, also, da muss ich jetzt vorsichtig sein, Leute. Das soll sich ja auch nicht einseitig anhören. Ich mag, die muslimische Religion nicht, also Buddhismus mag ich nicht, Evangelismus nicht. Oh oh, oh oh, oh oh. Gauner! Schon wieder im mittleren Spind! Das soll nicht heißen, ich mag jetzt alle Muslime nicht oder so, das stimmt nicht. Ich mag nur die Religion nicht. Ich finde, es gibt zu viele Kriege auf der Welt für Religion. Das finde ich blöd. So, ich bin einfach gläubig. Ich glaube, da gibt's was. So. Was auch immer Gott sein kann. Aber so eine spezielle Religion habe ich da halt nicht. Ich finde halt, bei irgendwas stört immer irgendwas. Oh, es geht wieder los. Denno, kennst du Hornstrom? Ja, und darf ich auch nicht drauf reagieren, Bro. Haben wir alles schon durch. Lass mal kurz sagen, wer wo reingeht. Ja, also ich gehe eigentlich immer in... Warte, immer in diesen Spind hier. Das war eigentlich schon immer so. Ich bin immer in den Spind. Und bei den Dreier-Spins da an der Seite bin ich immer in der Mitte gewesen, Bro. Immer. Wir haben 300. Door geschafft. Es geht weiter. Wir gehen hin. Ey, nein, die Geräusch. Zur Info. Kommt was, kommt was. Felix Hoffmann, wie viele Zuschauer haben wir? Schreib's mal gerne in den Chat, wegen deiner Frage jetzt. Oh, Lil! Danke! Für 15 Schweizer Franken! Da ist, ey, ich wusste es. Er macht auch keine ruhige Stream, Digga. Wie sieht's eigentlich aus? Aber, Bro, ich sag dir, wie es ist, ne? Wenn du das nächste Mal eine Dono machst oder so, lass doch, dann fass die doch mal einmal zusammen. Weil die Dono bleibt tendenziell halt länger an meinem Board einfach und ich würde es cooler finden, wenn die Leute dich halt einfach länger sehen. Weißt du, wie ich meine? Oh no. Felix Hoffmann, du fragst also,
warum ich dir nicht antworte, wenn über 1000 Leute noch mit im Stream sind. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht jeden beantworten. Es geht weiter. Die Scam-Tür, Leute. Hashtag Scam. Da gehen wir nicht rein. Da gehen wir nicht rein. Raus da. Bobby. Da gehen wir nicht rein. Das ist die Scam-Tür. Die will uns um den Sieg scammen. Tja. Das ist die Scam-Tür, Leute. Da sind wir uns einig, oder? Die so, ey, die könnten krassen Erfolg kriegen. Nee, Digga, komm. Geh raus. Geh einfach raus. Lass den Stress sein. Nix. Wir sind nämlich jetzt hier. Wir machen das Ding nämlich. Ich passe natürlich auch auf die Brees auf. Und solange wir so weiter... Vielleicht ist das ein Shortcut zu A1000. Du willst mich doch verarschen, Bro. Du willst mich doch verarschen, Bro. Das ist doch gelogen. Du glaubst auch noch an den Weihnachtsmann, oder? Diggi? Du glaubst doch an den Weihnachtsmann, oder? Der sagt, das ist eine Abkürzung, Leute. Der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Ah, die Rooms sind hier gerade sehr, sehr geschmeidig. Wir haben ein Drittel geschafft, Leute. Einen Drittel. Und es geht weiter. Rein in den Schrank. Denno, isst du Schwein? Ja, aber nicht so viel. Mag ich auch nicht so gern. Ich stelle mich da nicht an, aber weiß nicht. Ich bin eben in einen Club gekommen. Grisa, ich freue mich. Schön, dass du im Club bist. Süß. Ey, 337, ne? Oh, Junge, Alter. Es wird aber auch echt nochmal eine dicke Wave hier. Ja, Leute, es werden immer mehr Zuschauer kommen, je weiter wir sind. Das ist ein ganz normales Prinzip. Jeder will sehen, was da ist. Jeder. Okay, gleiches Thread. Es kommt was. Es kommt was. Wie viele Leuten hast du jetzt gesagt, dass du den Weihnachtsmann nicht gibst? We will never know. Goibusch, jetzt hör mal auf mit dem Müll. Was soll denn das? Denn die Tür führt zu 1 Million Abonnenten. Oh, was? Meinst du echt? Also, dann will ich da rein. Dann will ich da rein. Bei mir ist mega verpixelt Yvonne Schröder. Da musst du mal gucken. Da gibt es irgendwo Einstellungen, so 3 Punkte oder so ein Zahnrad. Da kannst du die Quali hochstellen vom Stream. Auf 1080 mal 60 FPS. Das sieht beispielsweise auch viel, viel geiler aus, wenn du das gucken kannst. Aber es zieht halt ein bisschen Internet. Dafür muss das Internet nicht schlecht sein. Brauchen wir auf jeden Fall WLAN für. Batterie? Nice. Es kommt was. Landsmann? Deutsch, aber türkische Wurzeln. Malgier. Liebe deine Streams, auch wenn sie nicht live sind. Leute, wir machen tatsächlich bald... Digga, war ich eigentlich gerade draußen? Ich bin fast gestorben, Mann. Ey, nee. Ambush, Digga. Einfach Ambush. So. Ich habe tatsächlich einen Kanal vor, wo wir einen 24/7 Livestream machen. Also halt mit den Streams, die wir schon gemacht haben, mit dem Content und so, den wir halt in Videos gebracht haben. Es soll alles zusammen gemixt werden. Und da gibt es halt so einen 24/7 Kanal, wo man halt immer einfach gucken kann. Wisst ihr, wie ich meine? Wird, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache. Du hast einen Schutzengel, Carola. Es gab hier jemanden, ich weiß den Namen nicht mehr. Sie hat mir ganz viel Glück übertragen. So viel weiß ich. Ja, wie viel Kohle ich mache. Nur weil ich hier Elite overtake. Wir sind jetzt schon Richtung Dorf 400. Sehr strong. Okay, Jungs. Da ist eine Batterie. Nehmen wir mit. Die Lampe ist halt wesentlich entspannter, ne? Ich glaube, die anderen können deswegen auch echt gut gucken. Mit so einer Double-Taschenlampe geht gut. Hast du eine Taschen... Ja, hast du. Klar. Okay, wir können.
Die Monster kommen immer so geballt. Mal kommen richtig viele und dann verpissen die sich halt komplett. Oh, Junge. Ey, Nighty ist wieder on the lurk. Ich wusste es. Ich habe ihn direkt gehört, Leute. Vorsicht. Digga, es war so klar, dass er kommt. Direkt gehört. Leute, ich lese die Entities. Denn ich bin der Doors Pro. Ich weiß, wann sie kommen. Oh nein, Leute. Hashtag Scam. Es ist die Scam-Tür. Bobby, guck nicht die Tür an. Bobby, du lässt dich von der Tür nicht beeinflussen. Nein! Bobby! Du kannst da nicht reingehen! Geh raus hier! Er hat das Kreuz in der Hand. Bobby will sich scammen lassen, Leute. Ich weiß nicht. Ich glaube, er will durch die Tür. Bobby, du kommst jetzt mit. Du gehst vor. Verdammt nochmal, Bobby. Das kann nicht sein. Und er will einfach durch diese Door gehen, ne? Er will es einfach tun. Raus. Aber wir müssen es verhindern. Oh. Es kommt was? Nein. Fake. Digga, es kommen einfach Fake-Entities, Mann. So schlimm ist das mittlerweile. Wie viele Doors? 377 schon. Es läuft gut. Hier ist Taschenlampe. Noch mal eine... Oh, keine Batterie. Digga, ich zieh mir die ganzen Moneten, Alter. Ich sagte, wie es ist, Mann. Puh. 382. Einfach 4400 schon, ne? Digga, ich könnte mir 20 mal Kruzifix bald kaufen. Alle Entities einfach töten im Game. Einfach so. Oh, Baby. Eileen! Danke für 2,50 Euro. Vorsicht, Entity kommt. Verdammt. Denno, ab jetzt schreibe ich nicht mehr. Ist okay. Akku. Ist okay. Spar dir deinen Akku auf. Ich hoffe, du bist später noch dabei, wenn wir 1000. Tür holen. Wehe nicht. Bruder, das ist der Stream of Doom. Habe ich auch das Problem. Manchmal denke ich, es kommt Rush, aber kommt nicht. Ja. Das ist schon in Ordnung. Oh, meine Taschenlampe. Ah, sie hat wieder mehr Saft. Das ist gut. Das mit der Taschenlampe läuft. Wir haben gutes Tempo. Wir sind stabil unterwegs. Jetzt kommt was. Junge, 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 Junge. Denno, wo kommt das Kruzifix her? Wie, was meinst du, Staska? 612 Türen noch. Dagu zählt mit. 606. 605 Türen nur noch. Ha, Leute, wir müssen noch 104 Türen machen, dann können wir noch mal eine kleine Pause einlegen. Gerne. Leute, ich habe das Gefühl, wir schaffen das heute, Mann. Ich habe echt das Gefühl, dass wir es heute schaffen. Der kommt so clean durch. Fühlt ihr das? Fühlt ihr das? Diese 1000. Tür... Jeder weiß, was er schon zu tun hat. Junge. Weiter. Jungs, wir sind Macher. Wir sind Macher, verstanden? Ah. Erstmal gleich eine kleine Pause, Mann. Dann haben wir schon die Hälfte geschafft. Es läuft sehr gut. Es kommt was. Wichtig, wichtig. Zwei Entities wieder abgefrühstückt. Junge, ich zitter richtig. Wenn ich nachher ab
ab Dor 900, glaube ich, werde ich aufgeregt sein. Das wird nachher kommen. Rachel Baumann, danke für 1,50 €. Denno, wie machst du das mit A90? Wie, was meinst du, dass ich weiß, wann er kommt? Dass ich weiß, wann er kommt, oder was? Max? Nele, frag das jetzt direkt auch. Ich höre so ein Geräusch. Es macht so ganz kurz, ganz leise, ganz kurz so. Ganz kurz, ein einziges Mal. Und wenn ich das höre, dann weiß ich, dass er bald da ist. Man weiß nicht genau wann, aber jederzeit halt. So, es werden erstmal Entities kommen jetzt. Bruder, zieh durch. Oh, das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen rausgenommen, aber er dürfte überleben. Ist eigentlich machbar von der Zeit her. 4000% Glück mit hinzugefügt, bitte warten. Ich fühle Glück. Fühle ich. Cute Devil Naruto-Fan. Du bist safe bei der A900-Tür tot. Spaß. Ey, blabla. Danke, Mann. Danke. Spaß, Digga. Okay, Jungs. Weiter geht's. Alter, Song 2 Stunden. Du meinst schon? Also 2,5 Stunden sind wir schon drin. Ich wusste ja, dass das ein langes Ding wird, ne? Scam. Mann, der hat uns gescammt. Aber der nicht. Denn ich gucke den Stream gleich nach, weil ich habe schon viel verpasst. Rosa, alles gut, alles gut. Gerade der Anfang auch sehr, sehr interessant. Denno, mehr Likes als Zuschauer. Nice. Das schaffen wir fast nie. Ich weiß, hört sich dumm an, ne? Aber schaffen wir halt fast nie. Eigentlich immer Zuschauer, komm rein, liken nie. Ey, 90, Leute. Ich habe ihn gehört. Es hat wieder dieses Tritt gemacht. Nein. Nein. Nicht die Scammer-Tür wieder. Bobby. Bobby, du gehst da nicht hin. Weg von der Tür, Bobby. Finger weg. Er will raus, Leute. Er kann es nicht mehr. Es ist zu stressig. Ach. Verdammt nochmal. Alex sagt, Bobby, geh raus, ne? Alex, wenn du nochmal auf sowas kommst. Alex, du denkst auch. Du denkst auch, die Erde besteht aus Luft und Liebe, ne? Ja. Okay. A120 kommt. Moin, Denno, wie geht's dir? Mörchen 2010, hallöchen, schön, dass du da bist. Mir geht's so... Ich bin gerade ein bisschen gestresst, Bro, weil ich bin Room 434, ich habe Angst, dass wir es verbocken, ne? Aber ich habe auch den Optimismus zu sagen, wir schaffen es heute. Ich will halt einfach nicht reinchoken mit der Gang. Die sollen alle leben. Ich will heute 3 Leute mit A1000 Erfolg haben! Und da ist Jano! Der steckt mir nochmal 15 Euro ins Hemd! Dankeschön! Nice ran und wie geht's euch allen, Chat? Ich will euch zusammen sehen im Chat. Lass das! Spar dir dein Geld für eine geile Maus oder so, Bruder. Dankeschön. Okay, Chat, er will die Flammen sehen, habt ihr gehört? Er will ja die Flammen sehen, also Flamme rein. Flamme an! Bro, schon wieder so lange keine Entities. Wir haben gerade so viele abbekommen. Vorsicht, Jungs, Vorsicht.
Hey, Sixty kommt. Gut. Jeder überlebt. Perfekt. Jungs, wir sind eine unschlagbare Mauer. Ein Bollwerk. Rachel Baumann, danke für 5 Euro. Super Sticker. Vielen, vielen Dank. Heute kranker Support hier im Stream. Einer, jetzt schon, Leute, ich sag, wie es ist. Jetzt schon einer der geilsten Streams dieses Jahr. Ich bin ehrlich. Oh, oh. Jetzt schon einer der geilsten Streams dieses Jahr. Klar. Heute bisschen auf, ne, aber, Digga, feier ich. Dass wir auch diese dicke Challenge mal wieder machen. Ich vermisse das. Einfach mal so was Gottloses tun. 453 Türen laufen. Einfach so. Hier, Batterie. Einfach mit der Gang los. Digga, komm, Jungs. Freitag, wir machen Stream. Alle sind da. Noch eine Batterie? Ich bin so glücklich, so richtig glücklich dabei zu sein, Gaming Blitz. Ich bin auch sehr happy, dass du dabei bist, Brudi. Lenno, Paket fertig gemacht. Kommt bald. Mama Abel, weiß Bescheid, Bruder. Warten. Weiter, Jungs. Max, ich wäre glücklich, wenn du nicht so viel spamst, Bro. Ansonsten werden meine Mods gleich wahrscheinlich was tun. Und auch mal an die Mods, ne? Kriegt ihr hier noch was mit? Nur mal so zur Info. Das läuft schon das 6. Mal, 7. Mal durch, glaube ich. Die Rollen bleiben immer die gleiche. Wir werden nichts verändern. Never change a running system. Gut. Meine Taschenlampenbatterie gerade ein bisschen empty. Jetzt nicht mehr. Wollte 500 gönnen, aber geht nicht. Andrew, lass es einfach. Alles gut. Denn du darfst mich nicht was fragen. Dagu, ja, natürlich. Aber lieber immer eine Frage direkt stellen. Weil jetzt kann gleich sein, dass ich wieder im Stress bin. Und dann sehe ich deine Frage nicht. So, wie weit sind wir? 465. Tür, Leute. 465. Tür. Ich muss gleich auf jeden Fall meine 5-Minuten-Pause machen. Ich stream nie so lange, das wisst ihr auch, ne? Eine 5-Minuten-Pause brauche ich gleich. Tür ist offen. Hier kommt nichts, Bro. Hier kommt nichts. Das ist immer das Gleiche. Jetzt. Nadine Voll, Dankeschön für 1 Euro. Ich hab's gerade gesehen. Dein erster Superchat auf YouTube. Dankeschön. Abdor 500 Pipi-Pause. Ja, Mann. Ich bin dann mal kurz 3-4 Minuten raus. Du hast fast 6.000. Wie machst du das? Digga, ich zieh mir hier die Kohle ohne Ende. Weißt du, ich mein? Kennst du Dagobert Duck? Das bin ich in dem Game. Hallo, ich mag Geld. Kennst du Mr. Krabs? Der bin ich. Ich mag Geld. Och nö. Was ich gar nicht mag, ist sowas nochmal. Mach, mach. Bro, alles gut. Okay. Ich glaube, A90 war hier gerade, oder? Bin mir nicht sicher. Könnte sein. Batterie. Ich mach Tür auf, Jungs. Batterie. Digga, es läuft so gut, Freunde. Müssen halt nur noch grinden. Oh. Geld, 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 Geld. Ich bin die rechte Hand von dem Exit. Nein, Alex. Nein. Du bist der schlechte Einfluss. Weißt du? Okay, weiter geht's. 475. Door. Der will mich rauskriegen. Bobby, ich glaube auch.
Bobby, die hat sogar einen Chat geschrieben. Multitasking-fähig, Bro. Aha, so ein Ding. Digga, er hat... Nein! Ey, 120 kommt! Bobby! Einmal nicht aufgepasst und ist der tot? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Leute. Yes! Er lebt noch, Digga, er lebt noch. Wichtig auch. Einfach mal wichtig. Bobby, diese Tür ist nicht für dich bestimmt. Hör nicht auf Alex. Das ist Schmutz. Das Kreuz. Was ist das hier? Was ist das? Aha. Okay. Wir gehen da nicht durch, Jungs. Wir gehen da nicht durch. Verpissen uns hier. Ich will die Spektrallampe haben. Mehr nicht. Ey, 90? Okay, Jungs, wir machen erstmal entspannte Basis hier wieder. Vorsicht, Vorsicht. Vierzehn Türen. Dann haben wir die Hälfte geschafft, dann ist Halbzeit. Wir sind unterwegs aktuell circa 1 Stunde 10. Wenn wir gut sind, 2,5 Stunden. Wir sind derzeit 1 Stunde 10 unterwegs. Wir müssen natürlich noch die restlichen Türen im Normal-Game durchzocken. Ist klar. Tschü für Bobby. Leute, gleich. Bei Dorf 500 will ich ein beherztes Tschü von jedem hören. Zieht euch. Ich schaff das hier easy. Neun Doors nur noch. Acht. Es kommt was. Sieben Türen, dann haben wir Halbzeit. Wer muss gleich auf Toilette, Leute? Oder wer chillt sogar gerade mit Handy auf Toilette? Noch nicht ganz. Vier Türen. Oh oh. Ich hab Hit bekommen. Oh, Digga, ganz unangenehm. Das war der erste Fehler und es muss der letzte sein. Direkt zweimal kam der einfach. Eieiei, Leute. Es war der erste und es muss der letzte Fehler sein. Nach 500 Türen einen Fehler. Also wenn jetzt A90 kommt... Ich bin dead. Direkt. Ich bin direkt weg. Vorsicht, Jungs. Alright. Gut. Wir müssen warten. Wir müssen warten. Bobby ist immer ein bisschen zu weit hinten, Digga. Da müssen wir dann immer gucken. Okay. Okay, 15 Türen schon wieder geschafft. Aber geh doch schnell. Jetzt, Jungs, ich fühle was. Ich fühle was. Fühlt ihr es auch? Oh Gott. Ey, ey, 90 ist noch so einer, vor dem habe ich gut Respekt. Puh. Denno muss auch viel Glück. Danke dir, Grieser. Ich gebe mein Bestes, Leute. Wir müssen... Oh, oh. Nein. Nein. Warum kam der so schnell? Was? Wie hast du das überlebt, Bro? Wie hast du das überlebt? Was?
Was? Keine Ahnung, war in der Ecke. Leute, ich hab gepanikt, Digga. Ich hab gepanikt. Wie hat er das überlebt? Das war das Glück, was ihr in den Stream reingeladen habt. Das Kreuz. Stark. Oh, Digga, du hast die Tür... Oh, Junge. Junge. Dass er das überlebt hat. 0,00001%. Unglaublich. Jungs, chill down erstmal. Ey, krass. Das glaube ich nicht. Du hättest fast das Trio gesprengt. Ich weiß. Ich hatte Angst. Oh, es war zu eklig eben. Vorsicht, Jungs. Vorsicht. Achtung, Achtung. Siehst du? Ist auch wichtig. Man muss auch seinen Squad im Auge behalten. Okay? Nicht nur hier machen irgendwas. Muss den Squad auch im Auge behalten. Oh. Puh, das war sowas von unmöglich. Ich hätte gedacht, er stirbt, ne? Vor allem, es war so, er steht am Spind, ich stehe am Spind. Wie habe ich das gemacht? Ich fühle mich wie ein Hacker. Bruder, du hattest gutes Glück. Sei froh. Ich glaube, das war nicht vorgesehen, Leute. Aber man darf auch mal gewinnen. Es ist wieder die Tür hier, Leute. Alle 80 Türen. Digga, die schlimme Schmutztür. Sie wollen, dass wir bei 540 rausgehen. Bobby, wir gehen nicht. Bobby, auch wenn da gerade was passiert ist, wir können nicht gehen. Bobby, nein, nein. Geh zurück, warte. Dreh dich um. Du gehst jetzt einfach hier raus aus dem Loch. Leute, Bobby will immer rausgehen. Niemals. Bobby, es kommt was, ich fühl's. Okay, weiter. Digga, wenn wir Tür 1000 packen, ne? Leck mich fett. Der Erfolg ist schon das eine. Wenn man jetzt stirbt, tut's weh. Wir haben die Hälfte der Reise zum Mond geschafft. Du bist der erste deutsche YouTuber, den ich kenne. Oh, oh, Jungs, es kommt was. Der es bis A1000 schaffen wird. Viola, danke für die, danke für das schöne Kompliment. Bestimmt alle Entitäten bei Tür A999. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Wir müssen durchhalten. Nein, die wird noch das ein oder andere Mal Hallöchen sagen. Und da muss man direkt stehen bleiben. Ich bin, also es wird mehr, ne? Der Druck wird höher. Der Druck wird höher. Sehr gut. Wir haben A90 wieder überlebt. Ey, 555! Wild. Gut. Wir machen das gut. Puh. Alle Entities bei A666. Ja, wer weiß. Wer weiß. Taschenlampenbatterie? Wir wissen es nicht. Wir ziehen einfach durch, Leute. Habe lieber keinen Druck. Weil sonst verbockt man es meistens. Anime. Ich gebe mein Bestes. Mehr kann ich immer nicht geben. Es ist einfach gottlos.
Wir sind so weit, Leute. Wir sind so weit. Es wäre Weltrekord, wenn das echt schafft. Ich so, hä? Ja, Leute. Wir kommen immer näher. Das ist ein schönes Gefühl, oder? Jungs, ruhig. Ich glaube, es kommt was. Zwei Batterien. Glückstag. Cool bleiben, cool bleiben. Es kommt was, es kommt was. Weil jeder seine Schrankposition mittlerweile kennt in jedem Room, läuft es hier einfach super gut. Was gibt's? Er will uns was sagen, Leute. Digi. Was denn? Da war der Ferrari. Ist so, ne? Ihr wollt nicht wissen, wie wenig Leben ich hab. Eben wurde gesagt, dass mit jeder weiß, wo der Bobby hat meinen Schrank benutzt. Bobby. Immer die gleichen Schränke, Bruder. Immer die gleichen Schränke benutzen. Das ist ganz wichtig. Jeder muss wissen, wo er hingehört. Okay. Denn wenn du das schaffst, dann ist das nur noch legendär, wirklich. Ich freue mich für dich, weil du so weit bist. Project Playtime, vielen, vielen Dank. Kommt nichts. Wir gehen weiter. Ich habe schon 8000 Münzen, Leute. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt was. Ah, doch nicht, doch nicht. Welcher Typ bist du gerade, Denno? Circa 600. Circa. Digga, die A90-Memes schon im Chat. Die A90-Memes schon. Dass man mit drei Leuten in den A600-Rooms ist, ist zu krass. Respekt. Alexei, vielen Dank. Ruhig, ruhig. Ich glaube, es kommt noch mehr. Oh Gott. Ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Okay. Die Exit-Door. Wir gehen, Jungs. Wir gehen weiter. Ich will nichts sehen. Ich will nichts hören. Komm, ran da mit dir. Wir sind so nah dran, Freunde. Es ist immer näher. Die 600. Tür wartet auf uns. 599. Kommt schon. Vorsicht, bleibt auf Schränke.
Was ist mit A90? Er kommt nicht. Dankeschön für die Dono! Mushiro Tokio. Vielen, vielen Dank für 2 Euro. Wer hat Ferien und weißt du, wann Poppy Playtime 3 kommt? Leute, hat gefragt, wer hat Ferien? Wer von euch hat Ferien jetzt? Und ich habe keine Ahnung, wann Poppy Playtime 3 kommt. Entwickler sind zu wild unterwegs. Was ist das hier? Es kommt nichts. Oh oh, es kommt was? Cool bleiben, Jungs, cool bleiben. Der A ist 60. Das ist ein ganz alter Hase. Das ist ein ganz alter Hase. Tür 613, Freunde. Wir kommen bald zur Teufelstür, ne? Okay, A90 auch wieder gedodged. Sehr gut. Wir haben bald 2/3 geschafft. Wir haben fast 20 Uhr. Also der Plan ist, dass wir bis 21 Uhr durch sind, circa. Mit den A1000 Rooms. Das ist der Plan. A90 ist voll wütend. Denn ist dir aufgefallen, dass Bobby tot ist? Nein, der ist nicht tot. Bobby ist nicht tot. Das würde ich wissen. Ich habe immer ein Auge auf meinen Squad. Immer. Ah, da kommt doch wieder was. Kannst du mir nicht erzählen? 3-mal der gleiche Raum. Wir müssten eigentlich gleich wieder die Ekeltür kriegen. Mach mal auf, es kommt safe was. Digga, 100%. Okay. Dann mal weiter. Ja, jetzt kommt was. Es kommt was, Jungs. ...631 schon. Denn du bist Richie Rich. 8420 Münzen auf Chillig. Es dauert echt nicht mehr lange. Es wird kritisch und spannend für das Denno-Trio. Bleibt dran, wenn ihr alle im Chat Glück für das Trio Glück wünscht. Dankeschön, Cute Devil. Meine Taschenlampe. Meine Taschenlampe ist gerade auf Krise. Gut, weiter geht's. Jungs, ich muss unbedingt Batterien finden. Nur zur Info. Ah, das ist die erste. Wichtig. Wichtig, Leute, die Batterie. Hier ist noch eine. Sehr gut. Wir sind wieder full und da ist leider noch keine. Junge. Vorsicht, Jungs.
Ist halt so der typische Room, wo alle nach vorne gehen und sagen so, jo, auf entspannt. Und dann kommt aber A120. Stell dir vor, die Rooms haben unendlich Türen. Boah, das wird dumm, ne? Sternzeichenschütze. Das wird dumm. Jungs, seid ihr mit mir? Warte, wo ist Bobby? Ah, perfekt. Hier ist noch eine Batterie. Wenn bei dir kritisch wird, Bobby, ich überlasse dir sonst. Keine Tasche. Hier, Batterie. Es kommt die nächste Tür. 650er Door. Ey, Jungs, stell mal vor, ne? Du denkst, es geht nicht weiter und du gehst hier einfach raus. Stell's dir vor. Stell dir vor, du denkst, uff, das wäre zu krass. Weil du glaubst, es geht einfach nicht. Es kommt nicht noch irgendwas. Aber damit musst du nur bis 1000 gehen. Nur. Nur, Leute. Die Scam-Tür. Hier ist die Batterie. Hier ist die Batterie, Bobby. Konzentrieren, Junge. Konzentrieren. Gut. Es wird langsam immer heikler, ne? Gerade wenn wir... Also wir sind jetzt schon auf einem sehr guten Weg. Es kommt was, Jungs. Kommt mit in den Schrank. Oha, du bist fast bei Door 666. Safe. 7 Türen noch und wir laufen durch die Teufelstür. Ab 750 Pipi-Pause. Mhm. Ich muss auch gleich mal was trinken. Dann erstmal kurz ein bisschen entspannen. Alle Streams sind richtig geil, aber dieser ist was Besonderes, Alexei. Finde ich tatsächlich auch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Oh. Leute, lasst ein Like da, dass wir das hier heute durchziehen, ne? Room 666 und es kommt 120. Zwei Drittel des Runs haben wir geschafft. Nach einer Stunde 30. Wir sind gut im Game. Powerade ist irgendwie was ganz anderes im Vergleich zu den anderen Softdrinks, finde ich auch. Ich weiß nicht, bei Powerade, immer wenn ich irgendwas Wichtiges mache, trinke ich eine. Ey, wir sind fast bei 700, ne? Fast bei Tür 700. Es läuft so gut, es läuft so gut. Ich will auch, dass alle überleben. Ich will hier jeden mit A1000 Abzeichen nachher sehen. Das ist das geilste Abzeichen, was es in Roblox Stores gibt, Leute. Das ist Rainbow, ne? Das ist einfach ein Rainbow-Abzeichen. Dann gehöre ich zu Rainbow Friends. So, Jungs, ruhig. Okay, sieht gut aus. Weiter geht's. Fast 10.000 Coins! Es kommt was? Knappe Kiste. Knappe Kiste. Denn du kennst du Sentanks? Ja, ja. Klar kennt man den. So. Digga, wie dunkel ist es bitte mittlerweile? Wie dunkel ist es bitte? Es ist so dunkel, Mann. Bobby hat den falschen Schrank genommen. Egal. Oh. Bruder, ich muss so los, ey. Huh. Huh.
Wie lange streamst du noch, Roman? Du weißt nicht, um was es hier heute geht, ne? Ich spiele um 10.000 Robux für die Community. Oh! Was, Neil? Dankeschön für 50 Euro! Bruder, da übertreibt er wieder. Zum Glück bin ich gerade im Schrank. Ein Dankeschön. Gerade der Gauner, aber bis in 20 Minuten. Bis in 20 Minuten. Power Rate einfach beste. Ich sagte, wie es ist. Interessant. A20, der alte Gauner. A90 meine ich. Ha. Okay, weiter geht's. Ich hab 10.000 Münzen. 10.000. Wer ist mit mir, Chat? Wer ist seit Anfang an dabei? Hashtag Anfang. In die Kommentare. In den Chat. Ich hätte, also ich bin ehrlich, nachdem ich da eben so richtig easy abgerippt worden bin, hab ich gedacht, das wird heute nichts mehr. Ich bin ehrlich. Aber nachdem wir hier rein sind und ich mich einfach übelst confident gefühlt habe, wie man auch einfach kurz die Luft anhält, wenn A90 da ist, ne? Es ist zu heftig. Als wir so die ersten 250 Türen gepackt haben, da wusste ich, okay, das wird heute doch nochmal ein guter Versuch. Vorsicht, Jungs. Puh. Ey. Ey, nee. Hab gehört, ein Speedrun. Digga, ich glaube, wir machen schon Speedrun. Also, die meisten Leute meinten, es dauert 4 Stunden. Sehr gut. Wir sind safe. Nein! Glenn! Er hat eine Kerze in der Hand. Lieber Glenn, es war eine Ehre. Es war eine Ehre. Scheiße, Mann! Schweigeminute. Wir bleiben im Spind. Wenn Glenn hier drinne bleibt und mit uns die Lobby durchspielt, also, wir können für ihn den Sieg holen. Freunde, es ist noch nicht alles vorbei. Wir können den Sieg holen. Für Glenn. Glenn muss jetzt einfach nur hier drinnen bleiben, so wie ich das verstanden habe. Okay, Bro, lass gehen. Glenn, wir werden dich rächen, Bro. Ich verspreche es dir. Verdammt nochmal. Glenn muss aus dem Spind rausgegangen sein und hat das safe verplant. Er dachte, safe A120 ist weg. Wir fragen ihn später. Wir werden ihn später fragen. Er war so gut. Weißt du, das Ding ist, er hat halt auch den Move gemacht, da immer hinzugehen. Oh, oh. Er hat den Move gemacht, da auch immer zur Tür zu gehen, oben bei diesem Eisen und so. Er hat es bis 687 geschafft, aber wir können für ihn den Erfolg holen. Bobby meinte, das geht. Warten. Wir müssen warten, immer bis er komplett weg ist. Ich glaube, Bobby war einfach zu früh draußen. Verdammt, Mann. Es ist egal. Wenn er den Erfolg bekommt, dann ist nicht schlimm. Dann ist nicht schlimm, Leute. Dann ist easy. Weißt du? Dann geht es. Aber wenn er ihn nicht kriegt, dann ist sad. Dann tut's weh. Aber kriegt er. Ich werde alles dafür geben. Was für ein Pech. Ah, Eddie fühlt mit, ne? Eddie, Digga, auch noch am Start. Eddie, wie machen wir uns? Was meinst du? Boah, Junge, es ist wieder so dunkel hier drin, Mann. Vorsicht, Bre. Ich mach entspannten Peak. Okay. Ach, verdammt, Alter. Ich hätt's... Also,
Okay, ich muss aufhören zu sagen, Mann, das ist doof, weil wir können für Glenny noch regeln. Können wir noch. Komm, wir gehen. Ich will das Ding hier durchchippen. Ich will Glenny den Sieg bringen. Er hat es sich verdient, Leute. Er hat es sich verdient! Ich hol das Ding für Glenn. Es kommt was. Ich hol das Ding für Glenn. Ich verspreche es euch. Ich hol das Ding für Glenn. Die wichtigste Regel bei A1000, nur rausgehen, wenn du nichts mehr hörst. Deswegen ist die Musik auch so leise, Leute. Weil ich muss was hören. Zu zweit wird es einfacher, weil wir mit den Spinden nicht mehr diese Props haben. Aber es ist einfach einsamer. Glenn fehlt jetzt schon im Squad, Digga. Ich sag, wie es ist. Die schwarze Friese, Mann! Ich hab mich so dran gewöhnt! Aber jetzt ist Bobby der Main Artist hier. Für Glenn. Es muss ja nur einer von uns durchkommen, Freunde. Es muss ja nur einer von uns durchkommen. Oh, da geht jetzt was. Ich nehme rechts. Puh. Nur einer muss durchkommen. Wenn ich also bei Stage 900 sterbe, dann kann Bobby es theoretisch noch machen. Und andersrum. Wenn Bobby stirbt, dann bin ich nur noch hier. Es ist natürlich tricky. Aber es ist möglich. Hat Glenn eine Mitgliedschaft? Boah, weiß ich gar nicht, Bree. Weiß ich nicht. Ich mach auf, Bruder. Ich glaub, kommt. Okay, weiter. Wir müssen stark sein, Leute. Wir müssen stark sein. Ich gehe immer links, ne, Bobby? Wenn der verdammte Spind, wenn dieses Eisen, diese Eisenstufe da und sowas wiederkommt, dieses Büro, weißt du? Was nach unten geht, Digga, dann gehe ich immer nach links. Okay, ruhig. 742. Es kann nicht sein. Glenns Körper liegt über 100 Doors entfernt. Über 100. Er ist jetzt einfach nur noch ein Teil der A-Rooms. Aber nicht, wenn wir seine Seele befreien. Wenn wir durch sind. Hier vielleicht? Ja, 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 ja. Kommt was. Glenn ist im Chat, seine Seele hat es ins Chat geschafft. Nice. Digga, 750 Doors, Leute! Let's go! Hashtag 750. Rein. Ah, die letzten 100 Doors will ich, dass ihr mitzählt. Die letzten 100. Glenn, du Legende. Du hast gehustelt wie ein Meister. Wir haben dir die letzte Ehre erwiesen. So, Diggi. Okay, wir machen es so, wir machen es so. Gute Strategie, Bruder. Direkt durchzuziehen. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt, Bobby. Okay. Mach auf den Aal. Ja, kommt. Okay, Leute. A90 auch wieder abgefrühstückt. Gut, sie geht nicht in den Rooms. Ich weiß, Dr. Flopper. Die Tür wartet hier wieder.
Aber das werden wir nicht eingehen. Hier vorne. 767 Türen. Und wir sind da! Und das ist Fake mit dem Wasserhahn. Wie, was ist Fake mit dem Wasserhahn? Glenn, seine Seele wartet bei Dorthausen auf euch, ich hoffe. Er wird danach auf jeden Fall wiederbelebt und kann den Run mit uns zu Ende spielen. Das ist halt ganz cool. Wir warten, wir warten. Er kommt nicht. Gut, weiter geht's. Puh. Taschenlampen, Batterie. Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört! Ich hab nichts gehört! Ich hab nichts gehört! Lebt er noch oder nicht? Bobby ist alleine. Bobby ist alleine, oder? Lebt er noch? Er lebt noch. Okay, Bobby. Zieh durch, Bruder. Alles klar, Leute. Das ist die einzige Hoffnung. Bobby hat 225 Türen vor sich. Es wird nicht ohne. Bobby, soll ich mich muten? Nick einmal. Soll ich mich muten? Okay. Er will zocken. Wir müssen Bobby jetzt zugucken. Er muss das Ding jetzt für uns regeln. Ich hätte gesagt, bei 500, okay, das war's. Aber wir sind so weit gekommen. RIP. Bobby meint, er hat alles studiert. Er muss es packen. Habt ihr es gehört? Ich habe A60 nicht gehört, erst als ich durch war. Er hat auf jeden Fall noch gut Weg vor sich. Er schafft es. Das ist unser letzter Mann, ne? Unser letzter Mann. Und man kann sich hier nicht wiederbeleben. Oh. Das ist die Frage, ne? Er hat jetzt hier erstmal ordentlich viel zu tun. Puh. Also Leute, falls ihr Fragen habt, fragt. Ja, erst als du nicht mal beim Schrank warst, habe ich auch erst A60 gehört. Digga, ich bin extra noch kurz stehen geblieben, weil ich gedacht habe, gut, kommt. Und dann kam nichts tonmäßig. Dann laufe ich durch und erst als ich beim Ende vom Raum war, oh no, A60 kommt. Und im nächsten Raum waren einfach keine Schränke. Und da war dann so, gut, Bruder, das war's. So. Du hättest in den Kühlschrank gehen können, als ob. In den Kühlschrank? Digga, das wusste ich nicht. Man kann, als ob man den... Man kann in den... Oh mein Gott. Ey, das wusste ich. Ich wusste nicht mal, dass man in den Kühlschrank gehen kann. Tja, so ist es halt, ne? Uff. Okay, ja, wäre ich in den Kühlschrank gegangen, wäre es natürlich entspannt. Aber ich wusste ja nicht mal, dass man da rein kann. Ich habe 11.640 Münzen gesammelt. Warum darfst du nicht auf Hornstrom reagieren? Die finden das nicht gut. Die blockieren halt YouTuber sozusagen, dass die daran kein Geld verdienen. Und dann reagiert man auch nicht auf Videos. Weil ich biete denen halt eine Promo, indem ich natürlich auch sage, wer die Videos macht und so. Und dann wollen die halt auch noch das Geld an meinem Video haben, was ich darauf mache. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber das kann man halt auch verstehen. Das sind ihre Videos, ne? Das ist nicht meins. Denn oder Wäsche- und Kühlschrank-Krabbler. Ja, eher nicht. Ich bin ja nicht im Kühlschrank. Wir haben 794 Türen, Leute. Der Run is still alive. 205 Türen sind noch zu kriegen. Wir haben noch nicht verloren. Blöd ist nur, ich kann das Item nicht mehr picken. Aber wir können für den Erfolg gehen. Das wäre halt möglich. Heute ist eine Primetime, Leute. Heute ist eine Primetime.
Spielst du noch Project Playtime? Will man mit dir zusammenspielen? Sie haben sämtliche Bugs behoben, die Lecks sind auch viel weniger geworden, macht übelst Bock. Dede Army, ich spiele das Game nicht, weil einfach keine neuen Maps kommen, Digga. Das ist so immer dieses typische, ey, ich... Also zockt es und da kommt kein neuer Content. Das Einzige, was neu ist, sind immer die Skins. Die soll mal... Entschuldigung, die soll mal ein bisschen mehr Arbeit in den Stream rein, in das Game stecken, ne? Anstatt nur so ein bisschen da. Immer nur so ein paar Bugs behoben, Bro. Wo sind wir denn, dass das heutzutage als Grund gilt, ein Game wieder zu spielen, was echt hart Trash ist? Welche Tür sind wir? 815. 816. Ich kann halt leider... Warte mal, ich kann mal gucken. Ich kann vielleicht ein bisschen... Ja, ich kann so ein bisschen die Dinge verstellen. Die Kamera kann ich schon so ein bisschen verstellen. Ich helfe bei den letzten 100 Türen. Leute, er braucht nur noch 181 Türen. Verdammter Aal, habe ich von dir. Viola, freut mich. Ja, weiß ich nicht, ob mich das freut. Also vielleicht gut oder schlecht. Aber 10er, wenn Bobby das schafft. Gummibusch, das ist ein Deal. Das Game ist in Early Access, was erwartest du? Bei der Mao steht zum Beispiel, bei der Map steht zum Beispiel Coming Soon. Ja, Dede Army, das Problem ist einfach, dass MOB Games nichts auf die Reihe kriegt. Bro, eine neue Map für das Spiel zu machen, also ich meine, es ist ja nicht so, als hätten sie nicht Maps und das Game ist ein Standalone-Titel. Bobby, du gehst da nicht rein! Bobby, das lässt du! Es ist ja nicht so, dass das ein Standalone-Titel ist. Die haben ja Maps. Mach doch mal die alten Maps rein, Digga. Bobby Blade im Chapter 1, 2. Kann man doch machen. Nee, Digga, ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht möglich, diese Maps da reinzupacken und die Puzzle darauf zu stellen. Das geht einfach nicht. Was soll ich dazu sagen, Bro? Weißt du? Also, du merkst ja auch, ne? Ich bin auf das Spiel nicht so gut zu sprechen. Es geht aber auch nicht nur um das Spiel an solches. Es geht einfach, was die Firma so macht, ne? Ich guck mir an... Indie-Game-Entwickler, Garden of Ban-Ban, Leute, die bringen das dritte Chapter jetzt wahrscheinlich in 6 Monaten raus. Klar, die Games kannst du mit Bobby Blade nicht vergleichen, aber darum geht's nicht. Digga, ich will zocken. Ich will nicht warten auf Spiele. Ich will zocken, Mann. Und MOB Games, richtig riesige Entwicklerfirma. So, das sag ich mir natürlich auch. Was soll das? Warum geht das nicht schneller? Warum muss man Skins rausbringen? Immer wieder. Weil ich spiele das Spiel nicht wegen den Skins. Und zocken ist geil. Ende. Oh oh. Kommt, gegen den Kühlschrank. Boah. Puh. Er hatte den gleichen Struggle wie ich, glaube ich. Noch 143 Türen, soweit ich das weiß. Bei den letzten 100 Türen wird es natürlich spannend. Deraf Brawlstars schreibt, kannst du mir bitte 100 Robux schicken? Ich bin nicht in deiner Gruppe, aber ich habe 0 Robux. Ich habe dich noch nie in meinem Stream gesehen, Bro. Wer bist du eigentlich? Ich würde mal sagen, wenn du auch nicht in meiner Gruppe bist, Digga, warum soll ich dann dir welche geben und nicht zum Beispiel dem Little Nick, der schon seit 3 Jahren bei mir am Start ist? Weißt du, wie ich mein? Dafür kriegst du jetzt erstmal einen Timeout, mein Bester. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, gestern wurden Bugs gefixt, aber wie... Entschuldigung. Gestern wurden Bugs gefixt, aber das ist ja halt für mich nicht so der Grund, ne? Da jetzt halt zu sagen, okay, dann zocke ich das Game. Die sollen neue Maps machen. Das ist das, was... Lauf, Digga, lauf. Boah, Junge. Machen wir, wenn Bobby jetzt gewinnt, donate ich 500 Euro. Ach komm, ihr, also wenn das ein Gummibusch schreibt und sagt, ey, 10er, wenn der gewinnt. Ich habe noch nie einen Call von Gummibusch gehört, den er nicht durchgezogen hat. Damals in Rocket League auch. Ey, Junge, wenn du das Game jetzt noch drehst, 10er. Dann habe ich das Game gedreht und dann kam der 10er. So, da glaube ich das. Aber bei euch so, Leute, die ich hier noch nicht so lange lese und sowas, die selten da sind, da sage ich natürlich dann eher so, verhalt mal lieber, Digga, schnapp mal lieber weiter. Junge, L120 dreimal hintereinander bei diesem Room. Was hat der, Digga, hat der ein Zelt gekauft? Gummibusch, das sehe ich auch so. Weißt du noch auf Twitch, der noch mit meinen Wetten,
Ja, ich weiß noch. Mhm. Zehner, wenn Bobby es schafft. Call, Bro. Ja, du... Ey, Bobby, Digi. Bobby, die Leute, ne? Da hängt heute viel dran. Ich muss 10.000 Robux verlosen. Bobby! Call! Kannst du Robux gebrauchen? Ja oder nein? Also mach... Kannst nicken, Digga. Ich sehe das. Kannst nicken. Kannst du? Was meint ihr, Chat? Wenn Bobby uns das Ding mit nach Hause nimmt, 2.500 für ihn. Das ist der Deal. Das ist der Deal. Wenn Bobby das Ding mit nach Hause bringt. 5.000? Ihr habt die Möglichkeit. Es sind eure 10.000. Wir geben den Rest an die Community. Ihr dürft abstimmen. Wie viel von 10.000 Robux soll Bobby für den Win kriegen? Geh, 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 geh. Oh, Junge. 10k. 10.000 in seine Pocket. Ihr habt es abgestimmt. Chat. 10.000 Robux für Bobby. Das Ding machen wir fit. Heilige Scheiße, hätte ich nicht gedacht. Antons Minecraft, ich auch nicht. Ich hätte gedacht, sie machen 50-50. Er hätte es fast verkauft, Digga. Oh Gott. Ja, das Ding ist null, also alles oder nichts. Der muss sich gut konzentrieren, der Junge. Das ist eine ganz wilde Kiste heute. Der Typ spielt um 10.000 Robux. 888. Tür. Und plötzlich, was ist das? Kommt hier wieder die Door des Scam-Basis, Sis. Digga, ich schaue es mir einfach an, den Stream, es ist sehr spannend. Ich auch, ich finde es extrem gut. Oh, oh. Bobby, rein mit dir in Spind. Sehr gut, Bobby. Cool bleiben, Bruder. Das schaffst du. Du bist ein Macher, Junge. Gönne Bobby alles. Er läuft extra für uns. Er hat es so hart verdient. Ich finde auch. Ich finde auch. Die 10.000 Robux hat er sich safe verdient. Der coolste Stream ever. Dass das ein Zuschauer zu Ende bringt, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Jetzt tut Bobby es gar nicht erst versuchen, durch die Exit-Tür zu gehen, weil so viel auf dem Spiel steht. Bruder, stellt euch vor, ihr kommt halt rein und dann zockt ihr eine Runde Roblox, Digga, und dann kriegt ihr einfach 10.000 Robux, wenn ihr das Game durchzockt. Wie würdet ihr euch da fühlen an dem Tag? Das ist doch krass, oder? Also nicht so, wenn ich so überlege, was 10.000 Robux, ja. Die Community hat entschieden, ich habe gesagt, wenn wir das Ding bis 1.000 zu Ende bringen, er spielt ja für mich noch, ich bin gleich wieder am Leben. Wenn er die 1.000. Tür holt, bin ich wieder am Leben. Und dann kriegen wir den Erfolg höchstwahrscheinlich. Also alle. So, er holt ihn jetzt sozusagen auch für uns. Und dann habe ich halt gesagt, oh, 900. Tor! Leute, wir zählen runter! Runterzählen! Runterzählen! 900. Tor! 99! Ruhig bleiben, Bruder. 98! 97. Bruder, ich bin dein großer Bruder jetzt. 96. Ich passe auf alles auf. 95. 94. 93. 92. Digga. 91. 90. 89. Cool bleiben, Bro. 88. Es geht gut voran. Es geht gut voran, Chat. 87. 86. 85. 84. 83. Er hat 83 Türen vor sich. 83 Türen.
Mann, er verliert, bitte nicht, bitte nicht. Bobby, die sind alle mit dir. Die sind alle mit dir im Chat. 82. 81. Oh, Baby. Donation. Slidy, danke für 2,50 Euro. 80. Wie soll er ruhig bleiben, wenn du mitzählst? 79. Ja, Bro, da muss er mit um. 78. Fiesling. Fiesling, der 120. Fiesling. Fiesling. Verdammte Ratte. Fiesling. Bleib drin. Mach's dir bequem, Bobby. Mach's dir bequem. Das wäre genau was für mich. Wenn ich wüsste so, oh. Oh, Freunde, es wird immer näher. 77, 76. Dreiundsiebzig. 72. 71 und 120 kommt. Wenn die Monster Bobby packen, was passiert dann? Wird Bobby den Countdown packen? Was sagt ihr? Ich denke schon. Caro, danke für 3 Euro. Vielen, vielen Dank. Rosa, danke für 2 Euro. Ich hab's nicht gesehen, Bro. Ihr übt alle zu viel Druck auf. Nein. Druck muss man haben. Und der Bobby kann mit sowas ganz gut um. Trust me. Ich bin nämlich auch ein Mensch, der lieber Druck mag. 70 Türen. 69. 68. Oh, Freunde. Er kommt immer näher. 67. 65. Vorsicht. 64. Wie, was muss das für ein Gefühl sein, wenn man für jede Tür, die man läuft, 200 Robux fast kriegt? So zu sagen, ab jetzt. Wir warten, wir hören ihn noch. Sehr gut. 64. Er soll nicht ruhig zocken. Das spawnt ihn an, Bro. Du siehst es falsch. 63. 62. 61. Das ging schnell. 60 Türen. 59 Türen, Freunde. 58 Türen. Sie ist da. Hört ihr es? Die Scam-Tür ist wieder hier. 57 Türen. Möglicherweise die letzte Exit-Door. Und dann geht's los. Opfert euer Herz für Bobby. Hashtag Bobby in den Chat, Leute. Und da könnt ihr weiterzählen, natürlich. Wo ist die Tür? Ich höre sie nicht. Sie ist weg. 54. 53. 52. Door. Digga, macht das gut. Er ist so strong. Letzte Runde als erstes rausgeflogen. Und jetzt der Game Changer. Genau so nämlich. Bobby, Junge, das holst du. Ich will, dass du das Ding ziehst. Fünfzig Türen.
5% nur noch. 49. 48. 47. 46. 46. 45 Türen. Es sind vielleicht noch circa 10 Monster. Circa. Und dann müssen wir ihn durchbringen, Leute. Er macht das gut. Ich weiß. Sehr, sehr krass. 44 Türen nur noch. 43. 42 Türen. 41. Oh, Baby. Donation. 40 durst du doch, Leute. Hallo. 39. Ich werde ihn später interviewen, wenn er durch ist. Egal, ob durchkommt oder nicht. Er hat später die Möglichkeit. 36 Doors. 34. 33. 33. Digga, eiskalt der Typ, eiskalt. 31. 30. Oh Leute, 29. 27. 26. 25. Oh, Junge. 24 Türen. 23. 22 Türen, 22 Türen. 21. Leute, es ist bald soweit. 20 Türen. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. Wild. Sieben.
könnte rausgehen! Er könnte rausgehen! Die Scammer-Tür! Fünf, vier, drei! Zwei! Eins! Lauf zur tausendsten Tür, Junge! Er hat es geschafft! Er hat's geschafft, Leute! Yes! Bam, Junge! So ein Ding ist das! Er hat es geschafft! Holy moly! Was? Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Oh mein Gott! Ja, Leute, das war's. Leider nicht geschafft, aber Bobby Gaming hat's dafür gerissen. Absolut krasser Typ. Ich freue mich, dass wir wenigstens die 1000 Minuten durch haben. Lasst ein Like da, wenn ihr es genauso seht. Danke fürs Zusehen, Dennis Christian. Denno, out.